Hallo und willkommen zu unserer Motorradreise nach Norwegen. Im ersten Teil geht es um die Strecke von Deutschland bis ans Ende von Dänemark. Ich selber bin in Jülich losgefahren bis an den Edersee, wo ich meinen Freund den Thomas getroffen habe. Von dort sind wir weitergefahren bis an die Weser, den nächsten Tag von der Weser aus bis kurz vor Hamburg. In Hamburg haben wir den Clemens aufgelesen und sind weitergefahren bis über die Grenze nach Dänemark, schlussendlich ans Ende von Dänemark und mit der Fähre nach Norwegen. Jede Reise fängt mit Packen an und auch das Motorrad will beladen werden, bevor es endlich auf die Straße geht. Am Edersee angekommen, treffe ich dann den Thomas. Thomas darf hier zum ersten Mal sein neues Zelt aufbauen. Wir fahren dann wie immer auf kleinen Straßen, die immer kleiner werden. Und schließlich einfach in einem Feld enden. Ich glaube, da ist die Straße. Wir haben es aber dann doch nach Paderborn geschafft. Da ist aber nichts los beim Sergio. Es geht weiter zu den externen Steinen, die zu den Top 100 Sehenswürdigkeiten von Deutschland zählen. Und hier begegnen wir jemanden mit einem ganz besonderen Instrument. Wir übernachten an der Weser auf einem Campingplatz, wo wir den Sonnenuntergang anschauen, nachdem wir noch mit anderen Bikern den Abend genossen haben. Am nächsten Morgen gibt es nur trockene Brötchen, aber wir machen uns schon wieder auf den Weg die Weser entlang, an schönen Kaiserdenkmälern vorbei, um dann endlich ein Frühstück zu bekommen. In der Aller gehen wir noch baden, bevor es dann durch die Truppenübungsplätze der Lüneburger Heide weitergeht bis zum Campingplatz im Burgautal. Am nächsten Morgen gibt es Frühstück in Lüneburg. Von Lüneburg aus erreichen wir auch schon schnell die Elbe. Hier gehen wir nochmal baden, um uns abzukühlen, bevor wir uns in das Verkehrsgewühl von Hamburg stürzen. In Hamburg machen wir einen kleinen Umweg über die Speicherstadt
lassen auch freundlich seltsame Segway-Fahrer über die Straße. Kurz nach uns trifft auch schon Clemens ein. Nun geht's zu dritt zum Bier trinken und Spaß haben in Hamburg. Wird gepackt und nach einem kleinen Abstecher zum Globetrotter, um die letzten Notwendigkeiten zu besorgen, versuchen wir auch, dem ganzen Hamburg wieder zu entfliehen, was uns erstmal nur mäßig gut gelingt. Aber schon bald können wir den Gashahn wieder aufmachen und wir kommen zum Mittellandkanal. Vor der Grenze zu Dänemark gehen wir nochmal einkaufen, verpacken das Gepäck für die nächsten 2 Wochen und machen uns auf den Weg nach Dänemark. In Dänemark gibt es erstaunlicherweise freie Campingplätze am Strand. Natürlich lassen wir auch ein Bad in der Ostsee nicht aus. Morgens geschäftiges Treiben. Einigermaßen seid ihr. Sieht gut aus. Bei starkem Seitenwind in Richtung Norden. Hier erreichen wir einen der befahrbaren Strände von Dänemark. Endlich in Hirtshals.